Stellt euch vor, ihr würdet von heute auf morgen in eine andere Stadt ziehen, ein neues Leben anfangen und alle Freunde und Bekannte ohne eine einzige Nachricht zurücklassen. Und niemand würde euch vermissen. Klingt seltsam und unvorstellbar, oder? Doch genau darum geht es in der Geschichte von Marsha Brantley. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es um eine wirklich unglaubliche Geschichte. Es geht um einen vermissten Fall. So viel kann ich euch gleich sagen. Und dieser Fall ist einfach so, so heftig und irgendwie auch so extrem traurig. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Fall rein. Marsha Ellen Brantley wurde am 28. Februar 1959 in Illinois geboren und wuchs dort bei ihren Eltern als Einzelkind auf. Sie wird von ihrem Umfeld als ein sehr herzlicher und liebevoller Mensch beschrieben. Sie soll im Allgemeinen eher so schüchterner gewesen sein. Sie zog sich schnell mal zurück und war ja eher so eine Einzelgängerin. In ihrer Kindheit und Jugend soll sie viel Zeit mit einer ihrer Cousinen verbracht haben und diese hieß Jenna. Marsha war außerdem ein extrem großer Tierfreund und soll sich später auch ehrenamtlich in einem Tierschutzverein engagiert haben und sie liebte es auch draußen in der Natur zu sein. Eine weitere Leidenschaft von ihr war das Schreiben, das heißt, sie zog sich gerne mal zurück und konnte dann wirklich stundenlang einfach sich Geschichten ausdenken und so in ihrer eigenen Fantasiewelt sein. Und später wollte sie auch unbedingt einmal Autorin werden. Im Jahr 1999 lernte sie dann über eine Dating-Plattform ihren späteren Mann Donnie Brantley kennen. Donnie war ein sehr charismatischer Mann, er hatte eine tolle Ausstrahlung und Marsha hatte sich einfach sofort in ihn verliebt. Er war auch gerade frisch getrennt und hatte aus seiner vorherigen Ehe noch eine ältere Tochter. Besonders die Liebe zum Outdoor-Sport verband die beiden, denn Marsha liebte es, draußen in der Natur zu wandern und Donnie hatte eine Leidenschaft fürs Radfahren. Als sie Donnie kennenlernte, war sie ja bereits 40 Jahre alt und es soll wohl auch die erste feste Beziehung in ihrem Leben gewesen sein, die sie dann mit ihm schließlich einging. Und am 28. März 2000 heirateten die beiden schließlich und zogen dann in ein Haus in Cleveland, Tennessee. Dieses Haus hatten Marshas Eltern zuvor extra für die beiden erbauen lassen. Marsha und Donnie wirkten zusammen sehr, sehr glücklich und die beiden sagten auch immer wieder, sie wären wie Seelenverwandte, die sich endlich gefunden hatten. Doch dieses unbeschwerte Glück sollte nicht allzu lange verweilen, denn noch im gleichen Jahr, also im Jahr 2000 im November, starb dann scheinbar ganz plötzlich die Mutter von Marsha und nur einen Monat später, im Dezember 2000, verstarb dann auch der Vater von Marsha. Das heißt, sie hat innerhalb von 2 Monaten einfach beide Eltern verloren. Ich habe tatsächlich die genaue Ursache nicht so wirklich rausfinden können, ob das jetzt irgendwie ein Herzinfarkt oder so war. Also das kann ich euch nicht erzählen. Aber auf jeden Fall verfiel Marsha natürlich in ein schon sehr tiefes Loch. Wie gesagt, es kam relativ unerwartet. Und es fing dann auch an, dass sie wirklich ja so depressive Episoden hatte. Das einzig Gute war, dass sie von ihren Eltern eine erhebliche Summe Geld erbte und ja auch das Haus. Und sie waren dann wenigstens finanziell erstmal wirklich gut aufgestellt. Und es war wohl auch so, dass Donny sich so eine neue Firma aufbauen wollte, also so ein Handwerksbetrieb. Und darin steckte Marsha dann sehr, sehr viel von ihrem geerbten Geld. Bis dahin arbeitete Marsha dann auch noch als Leiterin von einem Wohnheim an der Lee University. Diesen Job kündigte sie dann aber, weil sie eben wusste, okay, ich habe jetzt eigentlich genug Geld und widmete sich voll und ganz ihrem Traum, nämlich dem Schreiben. Marsha war dann auch in verschiedenen Schreibgruppen, also ich schätze mal, die setzen sich dann so zusammen, schreiben eben gemeinsam an ihren eigenen Projekten und kritisieren dann immer gegenseitig, also oder lesen halt die anderen Texte durch und geben dann Tipps.
Und in dieser Schreibgruppe hatte Martha dann auch einige Bekanntschaften geknüpft. Aber es war wohl nicht so, dass sie mit diesen Leuten jetzt in ihrer Freizeit besonders viel machte. Also es waren wirklich nur Bekanntschaften, die sie so pflegte, wenn sie eben auch wirklich in der Schreibgruppe war. Ein Mitglied aus einer dieser Schreibgruppen sagte später, dass Martha wirklich sehr, sehr talentiert war und dass sie immer wirklich die besten Geschichten von allen schrieb und einen wirklich tollen Schreibstil hatte. Martha träumte auch davon, bald ihr erstes eigenes Buch zu veröffentlichen. Sie schrieb am liebsten so Adoleszenzromane oder so Jugendromane in die Richtung. Seit Martha dann auch mit ihrem Mann eben nach Cleveland gezogen war, besuchte sie dort auch eine lokale Friseurin namens Kelly. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man zum Friseur geht, dann quatscht man auch mal so ein bisschen mit der Friseurin und ja, man hat schon so seine Tratsch-Themen. Und Kelly und Martha sollen dann auch eine sehr, sehr enge Verbindung aufgebaut haben. Also sie merkten direkt, sie verstehen sich irgendwie sehr, sehr gut und knüpften dann auch so eine kleine Freundschaft. Aber auch da war es so, dass die beiden eigentlich wirklich nur quatschten, wenn Martha auch wirklich zum Haareschneiden dort war. So privat hatten die beiden jetzt auch nicht so viel Kontakt. Jedes Mal, wenn Martha bei Kelly zum Haareschneiden war, erzählte sie ihr dann eben auch von ihrem Privatleben, auch von finanziellen Sachen, also schon sehr, sehr vertrauliche Dinge. Über ihren Mann Donnie redete sie wirklich immer nur positiv und Kelly merkte schnell, wie eng die Verbindung zwischen den beiden war und dass sie scheinbar eine gute Ehe führte. Doch als Martha dann im April 2009 wieder einmal zu Kelly zum Haareschneiden kam, bemerkte diese, dass Martha irgendwie so ein bisschen nachdenklicher wirkte, einfach so in sich gekehrter und sie hatte irgendwie das Gefühl, dass Martha irgendetwas auf dem Herzen lag. Scheinbar lief der Betrieb von Donnie, also dieser Handwerksbetrieb, nicht mehr so wirklich gut und ich glaube, sie hatten schon noch genug Geld, aber es ist natürlich trotzdem immer belastend, dass wenn man sich irgendwie versucht, was aufzubauen, wenn das einfach nicht so läuft, auch wenn man vielleicht an sich nicht so krasse Geldprobleme hat. Nach dem Friseurtermin sagte Martha dann, sie würde in ungefähr 6 Wochen einen neuen Termin machen. Das war immer so der Abstand, in dem sie kam. Also so alle 6 Wochen wurden ihre Haare nochmal geschnitten und gefärbt. Und ja, wie gesagt, sie meinte einfach, sie würde in 6 Wochen einfach einen neuen Termin machen. Doch das sollte nie geschehen und Kelly fiel das zunächst nicht auf, also es vergingen dann auch 6 Wochen. Martha rief allerdings nicht an, machte keinen neuen Termin, aber Kelly hat ja auch noch andere Kunden und auch wenn sie Martha sehr nahe stand, so an sich, ja, bemerkte sie das erstmal gar nicht. Doch dann vergingen weitere Monate und irgendwann fragte sie sich, warum Martha eigentlich nicht mehr bei ihr angerufen hatte. Also dann fiel ihr auf, wie lange sie einfach nicht mehr da war. Auch ein Nachbar von Martha, der regelmäßig bei Kelly zum Friseur war, fragte irgendwann mal nach, ob sie eigentlich in letzter Zeit oder in den letzten Monaten mal etwas von Martha gehört hätte, aber Kelly verneinte. Der Nachbar erzählte dann auch, dass ihm etwas Merkwürdiges aufgefallen war, nämlich, dass er Martha schon lange nicht mehr mit ihren Hunden spazieren gehen sehen hatte. Also ich glaube, Martha und ihr Mann hatten ungefähr 3 Hunde, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall mehrere und dass der Hintergarten von Martha und Donnie irgendwie sehr, sehr ungepflegt wirkte und dass er eben das Gefühl hatte, niemand kümmerte sich mehr um den Garten. Kelly und der Nachbar unterhielten sich weiter über Martha und irgendwie kam ihnen das Ganze zunehmend sehr komisch vor. Kelly versuchte dann Martha telefonisch zu erreichen, aber es ging nur die Mailbox an. Sie versuchte es dann auch die nächsten Tage immer wieder, aber es war einfach immer das Gleiche. Es ging niemand ran. Und schließlich rief sie wohl auch bei Donnie in dieser Firma da an, in der Handwerksfirma, aber die Nummer war plötzlich nicht mehr vergeben, also auch da konnte sie niemanden erreichen. Ja, und so langsam bekam Kelly dann auch ein sehr, sehr ungutes Bauchgefühl. Zur gleichen Zeit ging dann ein Nachbar von Martha und Donnie zur Haustür von dem Haus von den beiden und klingelte und Donnie öffnete die Tür und der Nachbar fragte dann, wo Martha wäre, er würde sich Sorgen machen, weil er sie so lange nicht gesehen hätte und Donnie erzählte, dass Martha vor einigen Monaten ausgezogen wäre, weil sich die beiden getrennt hatten
Und ja, sie wäre irgendwo in den Westen der USA gezogen. Diese Geschichte kam den Nachbarn sehr, sehr seltsam vor irgendwie. Vor allem, ja, er hatte auch nie irgendwie gemerkt, dass da jetzt irgendwie ein Umzugsunternehmen war. Oder man kriegt ja generell immer so ein bisschen was mit in der Nachbarschaft. Donny und Marsha waren wohl generell eher immer so für sich. Aber irgendwie hatte der Nachbar ein bisschen komisches Gefühl. Marshas Freundin Kelly beschloss dann auch irgendwann, Marsha bei der Polizei als vermisst zu melden, weil auch ihr das Ganze irgendwie merkwürdig vorkam. Doch leider nahm die Polizei sie nicht so wirklich ernst, gerade weil sie ja einfach nur quasi Marshas Friseurin war. Die beiden hatten ja ansonsten nicht so viel Kontakt zueinander gehabt und deswegen sagten sie, ja, das ist halt Marshas Leben, du weißt ja nicht, was sie gerade macht, aber das ist jetzt kein Fall, wo wir denken, dass es sich um ja irgendwie einen ernsthaften Vermisstenfall handelt. Und ja, irgendwann wurde dann auch Donny befragt und er sagte auch, ja, Marsha ist halt weggezogen, wir haben uns getrennt und somit war der Fall für die Polizei eigentlich auch erstmal erledigt. Kelly kontaktierte dann die Schreibgruppe von Marsha, weil sie eben mehr herausfinden wollte und einige Mitglieder aus der Schreibgruppe erzählten dann, sie hätten ungefähr im Juni oder April 2009 eine E-Mail von Marsha bekommen, in der stand, dass sie jetzt erstmal für längere Zeit nicht mehr kommen würde, dass sie erstmal länger wegbleiben würde, aber dass sie sich keine Sorgen machen müssten. Und im Nachhinein sagte auch ein Mitglied von der Schreibgruppe, also ein Mitglied, das auch diese E-Mail gelesen hatte, dass es total seltsam wirkte und dass es irgendwie gar nicht der Schreibstil von Marsha war. Die Leute aus dieser Schreibgruppe hatten, wie ich schon erwähnt habe, scheinbar alle keinen näheren Kontakt zu Marsha, weshalb sich auch dort niemand so wirklich wunderte. Also wie gesagt, die Mail war komisch, aber es hakte auch niemand weiter nach. Einigen war nur aufgefallen, dass Marsha, bevor sie nicht mehr kam, irgendwie ja auch niedergeschlagen wirkte und auch deutlich an Gewicht verloren hatte. Andere Freunde von Marsha sagten später aus, dass sie schon im Winter 2008 gemerkt hatten, dass Marsha irgendwie immer unglücklicher wirkte und die Freunde hatten irgendwie das Gefühl, dass in der Ehe etwas nicht stimmte. Also es gab keine Anhaltspunkte, Marsha hatte nichts dergleichen erwähnt, aber es war irgendwie so das Bauchgefühl von den Freunden. Ich habe keine Ahnung, was das für Freunde waren, weil scheinbar haben die ja auch nicht bemerkt, dass Marsha über Monate auf einmal verschwunden ist, aber ja, habe ich auf jeden Fall gelesen. Marsha soll generell eine Person gewesen sein, die eher weniger über Probleme geredet hat. Also sie hat viel hinuntergeschluckt. Und wenn sie dann mal sich so ein bisschen geöffnet hat, dann eben auch nur so oberflächlich. Und ich glaube, ihre tiefsten Sorgen behielt sie doch immer gerne für sich. Einige Freunde wussten auch, dass sie unter Depressionen litt und eben generell ein Mensch war, der sich gerne mal zurückzog, gerade ja, wenn es sehr, sehr schwierig war, dann beschäftigte sie sich viel alleine mit dem Schreiben, weil ihr das einfach Halt gegeben hat. Nachdem Marshas Friseurin Kelly also bei der Polizei abgewimmelt wurde, beschloss diese, sich an einen Anwalt zu wenden. Und der Anwalt nahm die Angelegenheit tatsächlich auch sehr ernst und leitete den Fall an die Staatsanwaltschaft, also quasi an eine Ebene höher weiter. Und kurz darauf wurde dann auch ein Ermittlerteam gegründet. Es wurde dann nochmal Donny, also der Ehemann von Marsha, befragt und er erzählte dann nochmal, dass Marsha eines Tages, so im April oder Juni, das Haus verlassen hatte. Sie hätte nur ihr Handy mitgenommen und ja, wollte dann eben mit dem Wohnmobil in eine andere Stadt fahren und später dann in den Westen. Zudem erzählte er, dass sie anscheinend 100.000 US-Dollar mitgenommen hatte. Dieses Geld hatten sie immer auf dem Dachboden gelagert und wahrscheinlich, ja, würde sie sich davon jetzt erstmal ein neues Leben aufbauen. Während Donny von Marshas Verschwinden bzw. von ihrem Umzug erzählte, wirkte er irgendwie sehr emotionslos und gefasst und als ob ihn das Ganze nicht so wirklich berührte, weil ich meine, selbst wenn sich die beiden getrennt haben und sie plötzlich weggezogen ist, irgendwie zeigt man ja trotzdem noch Regung, weil ich meine, die beiden waren verheiratet, sie haben sich scheinbar geliebt und ja, er machte irgendwie ein bisschen komischen Eindruck.
Die Ermittler durchsuchten dann auch das Haus von Donnie und Marsha und stellten schnell fest, dass sie wirklich alle persönlichen Gegenstände zurückgelassen hatte. Also zum Beispiel ihre Klamotten, wichtige Dokumente, ihre Zahnbürste, ihr Auto und auch ihr Handy fand man. Donnie hatte ja behauptet, sie hätte ihr Handy mitgenommen, aber bei näherer Untersuchung stellte man dann auch fest, dass Donnie in den letzten Monaten mit ihrem Handy mehrfach bei einer Single-Hotline angerufen hatte und wohl auch mehrfach Kontakt zu seiner Ex-Frau hatte. Im ganzen Haus war kein einziges Foto von Marsha, also es war wie, als ob man sie von den Wänden eben quasi wegradiert hatte. Auch wurden dann Kadaverhunde bei dem Haus eingesetzt, das war allerdings ergebnislos. Im März 2010 wurde Donnie dann aufgefordert, einen Lügentest zu machen und man kann Menschen ja nicht dazu zwingen, so einen Test zu machen, man kann sich ja auch weigern. Aber erstaunlicherweise stimmte Donnie zu und machte dann auch diesen Test und er fiel durch. Bei den Befragungen verweigerte er dann immer wieder seine Aussage oder sagte, er könne sich nicht erinnern. Auf jeden Fall stritt er allerdings ab, etwas mit Marshas Verschwinden zu tun zu haben. Und er blieb bei seiner Version, dass sie sich getrennt hatten und dass sie dann plötzlich von einem Tag auf den anderen weggezogen war. Ohne ihre ganzen Sachen. Im gleichen Zeitraum ging Donnie dann noch mit vielen, vielen Schmuckstücken von Marsha zu einem Pfandhaus und verkaufte all ihre wertvollen Gegenstände. Um mehr Informationen zu Marshas Verschwinden zu bekommen, wurden dann weitere Familienangehörige befragt. Und ich habe euch ja gesagt, dass Marsha unter anderem eine Cousine namens Jenna hatte. Die wurde befragt und auch ihre Tante. Beide hatten seit Monaten kein einziges Lebenszeichen mehr von Marsha bekommen, also keine E-Mail, keine Nachricht und auch keinen Anruf. Aber scheinbar hatten die beiden generell auch nicht mehr so viel Kontakt zu Marsha gehabt, weshalb es ihnen auch zunächst nicht so wirklich aufgefallen war. Als sie von Marshas Verschwinden hörten, wurden sie allerdings sehr, sehr stutzig, besonders weil Marsha ihre Hunde nicht mitgenommen hatte, denn die waren noch bei Donnie und diese Hunde waren für sie wirklich alles. Also Marsha hatte ja keine eigenen Kinder und die Hunde waren quasi für sie wie Kinder. Und die Tante und die Cousine Jenna sagten, sie hätte ihre Hunde nie im Leben einfach so zurückgelassen. Auch Donnies Aussage, dass sie sich getrennt hätten und sie dann einfach weggezogen war, kam ihnen doch sehr merkwürdig vor. Im August 2013 wurde Donnie Brantley dann das erste Mal verhaftet und wegen Mordes an seine Frau angeklagt. Allerdings wurde diese Anklage kurze Zeit später wieder fallen gelassen, weil es eben nicht genügend Beweise gab. Doch dann gab es immerhin neue Indizien. Ermittler hatten herausgefunden, dass Donnie am 2. Juni 2009 einige merkwürdige Einkäufe in einem Walmart-Supermarkt getätigt hatte. Er kaufte unter anderem eine große Plane, Klebeband und eine große Rolle Plastikfolie. Man kann ja nicht sagen, wann genau Marsha verschwunden oder umgezogen ist, aber man vermutet eben, dass es so zwischen Ende April und Anfang Juli 2009 war. Im Dezember 2016 wurde Donnie erneut festgenommen, doch auch dieses Mal gab es nicht genug Beweise, um ihn vor Gericht zu bringen und auch da kam er wieder frei. Für Marshas Familie war das Ganze natürlich kaum zu ertragen, denn sie hatten schon von vornherein im Gefühl, dass Donnie nicht so ganz die Wahrheit sagte und etwas zu verbergen hatte. Marshas Tante und ihre Cousine Jenna sind sicher, dass Marsha nicht mehr am Leben ist und dass Donnie ihr etwas angetan hat. Donnies Tochter hingegen, das habe ich euch ja erzählt, er hatte ja noch eine Tochter aus einer vorherigen Ehe, ist davon überzeugt, dass Donnie nichts mit Marshas Verschwinden zu tun hat. Ihr Argument ist, dass es einfach keine Beweise gebe. Bis heute ist Marsha Brantley wie vom Erdboden verschluckt. Kommen wir nun einmal zu den Theorien. Und zwar gibt es eine Theorie, dass Marsha sich selbst etwas angetan hat, gerade weil sie ja schon längere Zeit unter teilweise auch starken Depressionen litt. Sie soll wohl auch mehrfach in Behandlung gewesen sein. Und viele sagen ja auch, dass sie vor ihrem Verschwinden schon irgendwie komisch wirkte, dass sie Gewicht verloren hatte und dass ihr irgendwie so ein bisschen der Lebensmut fehlte.
Vielleicht hatte sie Donnie ja erzählt, sie würde wegziehen und hat sich dann irgendwo an einem anderen Ort das Leben genommen. Allerdings finde ich dann Donnies Reaktion komisch, denn wenn dem so wäre, würde er stutzig werden, dass sie nichts mitgenommen hat und vielleicht dann auch mal die Polizei kontaktieren und sagen, ey, meine Frau, die hat sich ganz plötzlich getrennt und ist irgendwie weggezogen, aber hat nichts mitgenommen, nicht mal ihr Handy. Also das wäre ja auf jeden Fall eine normale Reaktion. Deswegen ist diese Theorie wohl eher unwahrscheinlich und ich denke mal, wenn sie sich etwas angetan hätte, dann hätte man auch schon lange ihre Leiche gefunden. Ist es vielleicht so, dass Marsha tatsächlich weggezogen ist und dass es so ist, wie Donnie es von Anfang an behauptet hat? Auch diese Theorie ist natürlich sehr komisch, wenn dem so wäre, weil ich meine, warum sollte sie einfach so von heute auf morgen wegziehen, wenn ihr Leben nicht irgendwie in Gefahr wäre? Warum sollte sie ihr Handy zurücklassen, nicht mal ihre Zahnbürste oder Klamotten mitnehmen und vor allem ihre Hunde? Und warum sollte sie niemandem Bescheid sagen? Also eigentlich ist diese Version fast am unwahrscheinlichsten, finde ich, und ja, wirkt auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Die wohl wahrscheinlichste Theorie ist, dass Donnie Marsha etwas angetan hat und sie verschwinden hat lassen. Dafür sprechen natürlich sehr, sehr viele Indizien. Und zwar erstens, warum hat Donnie nicht direkt irgendwelchen Leuten erzählt, hey, ich habe mich von meiner Frau getrennt, sie ist weggezogen. Warum hat er da irgendwie so ein Geheimnis draus gemacht? Und ja, also es wirkt halt einfach komisch. Ich finde es übrigens in diesem Fall generell sehr merkwürdig, dass erst nach Monaten festgestellt wurde, dass Marsha eben längere Zeit verschwunden war. Weil ich meine, man muss ja nicht mega viele Freunde haben, aber ich denke mal, eigentlich hat ja jeder Freunde, bei denen man sich mindestens einmal die Woche meldet oder irgendwie, ja, ich weiß nicht, Orte, wo man einfach regelmäßig ist. Klar, die Nachbarn haben sich schon auch irgendwann gewundert, dass man sie nicht mehr mit den Hunden draußen sieht, sondern immer nur noch Donnie und der Schreibclub, in dem sie war, oder ich glaube, sie war in zwei Schreibclubs, die haben ja so eine E-Mail bekommen, dass sie nicht mehr kommt. Also da hat sie sich ja scheinbar auch irgendwie abgemeldet. Aber man hat doch irgendwie so Leute, die regelmäßig von einem hören. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber ja, scheinbar waren Donnie und Marsha so ein bisschen so Einzelgänger und haben ja scheinbar viel für sich gelebt. Ich weiß es nicht, aber das finde ich generell irgendwie wirklich komisch an diesem Fall. Dann ist natürlich auch die Frage, warum hatte Donnie erst behauptet, dass Marsha ihr Handy mitgenommen hatte, obwohl er ja sogar das Handy selber benutzt hatte. Also das ist ja auf jeden Fall auch sehr, sehr komisch. Und auch diese merkwürdige E-Mail an den Schreibclub ist ja, auch merkwürdig, wo Mitglieder direkt gesagt haben, das hört sich überhaupt nicht nach Marsha an. Und ja, ein Mitglied sagte später auch, es würde vermuten, dass Donnie diese Mail geschrieben hatte. Ein weiterer Faktor, warum hätte sie freiwillig ihre Hunde zurücklassen sollen? Ich meine, Hunde kann man auch mitnehmen, wenn man irgendwie tatsächlich mit dem Wohnmobil wegfährt. Also auch diese Geschichte ist wirklich, wirklich komisch. Donnies Anwalt sagte später, Marsha hätte die Hunde extra zurückgelassen, weil sie Donnie ja eben so sehr vertrauen würde, auch wenn sich die beiden getrennt hatte. Aber sie wusste ja, dass die Hunde bei Donnie sicher wären. Und schließlich wären es auch nicht nur ihre Hunde gewesen, sondern auch von Donnie. Ja, die nächste Frage ist, warum hätte sich Marsha bei niemandem mehr melden sollen? Ich meine, bis heute nicht. Das sind jetzt schon über 10 Jahre, also sind ja schon fast 14 Jahre. Warum hätte sie einfach alle Menschen auf einmal aus ihrem Leben streichen sollen? Da kann man jetzt natürlich wieder irgendwelche Sektentheorien oder so aufstellen, aber Fakt ist, das ist einfach ein sehr, sehr ungewöhnliches Verhalten. Nächste Frage, warum hätte sie einfach so das Haus zurücklassen sollen? Es war scheinbar ihr Haus, sie hatte es ja von ihren Eltern geerbt. Und ich glaube nicht, dass man aus Großzügigkeit jemanden einfach so ein Haus überlässt, also auch komisch. Donnie hatte zudem ein offensichtliches Motiv. Sein Handwerksbetrieb lief nicht gut und er wusste, dass Marsha eine Menge Geld geerbt hatte, aber sie wollte scheinbar nur eine begrenzte Summe in diesen Betrieb stecken. Und ja, generell, Marsha hat ja viel Besitz, auch das Haus, was ihr gehörte. Und ja, das ist ja schon ein offensichtliches Motiv. Wir wissen alle, dass viele Menschen für Geld leider sehr, sehr weit gehen und ja, ich denke mal, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass Donnie ja vielleicht für Geld ihr etwas angetan hat. Also weil er dann wusste, dass er das
Ganze bekommen würde. Nächste Frage ist, was waren diese Einkäufe, die Donnie am 2. Juni 2009 getätigt hatte? Dazu sagte der Anwalt, dass es ja wohl offensichtlich wäre, dass er diese Materialien, also diese Plane und das Panzertape und so weiter, dass er das für seinen Handwerksbetrieb gekauft hatte. Aber auch da muss man natürlich kritisch bleiben. Fakt ist, wenn Donnie Marsha tatsächlich etwas angetan hatte, dann hatte er Wochen und Monate Zeit, um alle Spuren zu beseitigen. Bis heute gibt es weder eine Leiche noch einen Tatort und Marshas Familie hofft natürlich, dass es irgendwann nochmal Gerechtigkeit geben würde. Donnie ist bis heute ein freier Mann und ja, saß nie im Gefängnis und keiner weiß, was er Marsha angetan hat, was wirklich passiert ist. Vielleicht hat er ihr auch nichts angetan, aber es ist natürlich schon wahrscheinlich. Was ich mich tatsächlich in diesem Fall auch gefragt habe, ist, warum, wie gesagt, da habe ich leider keine genauen Informationen gefunden, aber warum sind Marshas Eltern im gleichen Jahr, als Donnie und Marsha geheiratet haben und das Haus bekommen haben, so plötzlich beide verstorben? War das wirklich Zufall? Also das ist jetzt wirklich reine Spekulation, weil ich weiß es nicht. Aber es kam mir so in den Kopf, so, die sterben beide innerhalb von 2 Monaten, ganz kurz nach der Hochzeit. Und Donnie wusste, dass sie ja sehr wohlhabend sind. Und ja, das ist, finde ich, auch etwas komisch. Ja, kommen wir einmal noch zu meinen restlichen Gedanken. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist dieser Fall eindeutig. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass Donnie Marsha irgendwas angetan hat. Dieser Fall ist so merkwürdig und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Marsha einfach so ohne Handy, ohne nichts ihr altes Leben verlassen hat und dann irgendwie weggezogen ist. Also es macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Und ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Donnie ihr etwas angetan hat, gerade weil sie ja viel, viel Geld geerbt hatte und er scheinbar unbedingt Geld brauchte. Ich weiß, man sagt immer im Zweifel für den Angeklagten, aber wie gesagt, ich finde, die Indizien sind einfach mehr als eindeutig. Was denkt ihr über diesen Fall? Schreibt es gerne, gerne in die Kommentare. Ich weiß, ihr mögt oder viele von euch mögen lieber gelöste Fälle, aber ich glaube, in letzter Zeit habe ich echt viel gelöste Fälle auch gemacht. Und ja, heute ist es mal wieder ein Fall, wo man mal mehr spekulieren kann oder Theorien aufstellen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich gesund und munter wieder.